Ein starkes Teilnehmerfeld mit wirklichen Größen der österreichischen Triathlon-Szene hat sich am vergangenen Samstag einmal mehr beim schon zur Tradition gewordenen Wintertriathlon in St. Anna eingefunden. Bei eisigen minus 7 Grad haben sich die Athleten der Herausforderung gestellt. Laufen, Mountainbiken und Langlaufen sind die klassischen Disziplinen des Wintertriathlons, bei dem auch die ersten Staatsmeisterschaften des neuen Rennjahres ausgetragen wurden. Besonders in der Wechselzone hat es spannende Momente gegeben und die selektive Mountainbike-Strecke hat den Sportlern wirklich alles abverlangt. Der Abschluss dieses Bewerbs war das Langlaufen. Auf ebenfalls sehr selektivem Gelände hat es rund 9,5 Kilometer zum Abspulen gegeben. Trotz der eisigen Temperaturen haben auch einige Zuseher den Weg nach St. Anna gefunden und diese haben dem Ergebnis wirklich entgegengefiebert. Der Sieg an diesem Tag ist ganz im Zeichen der Jugend gestanden, denn über seinen ersten Staatsmeistertitel hat sich Felix Waldhuber vom SC Knauf-Lietzen Triathlon freuen können. Er ist nach einer Stunde, 2 Minuten und 46 Sekunden als erster durchs Ziel gekommen. Über den zweiten Platz hat sich Silvio Wildschnick vom Kolland Topsport Essex Team freuen können. Und Thomas Jandl vom Team Don Barroso Racing hat sich Platz 3 geholt. Ein unglaubliches Rennen. Hätte man nie gedacht, dass sich das ausgeht. Wo hast du für dich am meisten rausgeholt? Eindeutig beim Radlfahren. Bei den Damen hat einmal mehr Romana Slavinec überzeugt, die sich bereits zum vierten Mal in Folge die Wintertriathlon-Krone aufsetzen hat können. Wie gesagt, zum vierten Mal Staatsmeister. Ich muss sagen, es war ein perfektes Rennen. Es war eine super Strecke, also die Veranstalter haben toll gearbeitet, echt ein Wahnsinn. Und ja, mir ist gut gegangen und der Sieg ist es geworden. Natürlich gratulieren auch wir allen Medaillengewinnern und eine Wiederholung im nächsten Jahr ist garantiert.